Hallo, ein Kunde hatte sich gebraucht eine Morino gekauft. Technisch war die einwandfrei. Allerdings, dadurch, dass sie Berufsmusiker hatte, sah die äußerlich ziemlich lädiert aus. Also da sieht man jetzt hier an der Seite, keine Ahnung, was da los war. Da irgendwas drüber geschabt, reingebrannt oder wie auch immer. Dann hier die Schenkel, da sieht man ganz gut vorne bei der Tastatur. Da ist der Lack weg, tiefe Kratzer drin. Dann auf der anderen Seite, ja, da sind auch überall Abschürfungen, der komplette Lack weggeplatzt. Sieht also nicht so besonders prickelnd aus, das ganze Ding. Auch oben da, bei der Leiste, Abplatzungen, Schrammen. Am Bassteil, an den Ecken. Komplett der Lack weggeplatzt, teilweise bis aufs Zelluloid runter. Da auch noch mal die andere Ecke, auch alles weggeplatzt. Also das Ding sah schon ziemlich übel aus. Ja, da auch noch mal Bassteil, Unterseite da zum Bassdeck hin, der ganze Lack weg. Also wirklich an jeder Ecke fehlte der Lack oder war beziehungsweise ganz runter. So, und dann hatten sie irgendwie auch noch, war der alte Haken, der war wo gebrochen und statt die Reste rauszuholen, hat man einfach so einen anderen dran geschraubt. Ist natürlich auch nicht so toll. Da war wohl mal unsachgemäß ein Mikrofon befestigt, Löcher reingebohrt. Das macht man heute auch ein bisschen anders. Ja, das Deck vorne, tiefe Beulen drin und natürlich der Lack gebrochen. Auch da Beulen, Abplatzungen und in der Mitte, da fehlt auch noch ein Stück Zierstab, wie man sieht. Und dann auf der Rückseite. Schaue ich, sieht man jetzt gleich so auf der Rückseite, da hat sich auch der Lack an diesen Leisten leicht gehoben. So, zuerst wurde das Instrument durch einen Instrumentenbauer das Bassgestänge entfernt, weil das mache ich da nicht selber, das ist ziemliche Fummelei. So, und da sieht man jetzt vorne das Deck alles runtergeschliffen. Erstmal. Und dann kamen hinterher noch so ganz andere Schäden, so Risse an den Ecken zum Vorschein. Das hat man so erst im ersten Moment gar nicht gesehen. Aber beim Wegschleifen, da ist jetzt das Deck nochmal diese Kunststoffleiste. Da war überhaupt keine Grundierung auf der Kunststoffleiste. Da ist der ganze Lack so weggeplatzt. Da nochmal ein Riss am Bassteil. Der ging ziemlich tief rein. Sind alles so Sachen, die man erst dann beim Schleifen entdeckt. Da genauso ist auch so ein Riss um die Ecke rum vorne. Also am Bassteil ist das auch. Da war noch ein Riss zum Nagelloch hin. Man sieht dann auch auf dieser Leiste schön die tiefen Schrammen drin. Da das Aluminium von dem Verdeck vorne zu dünn ist, um es zu schweißen, das würde sich sofort verziehen und man muss ja irgendwie die Löcher zubekommen. Aber so, dass man das nachher nicht sieht, nehmen wir dafür immer Epoxidharz. Man sieht das Harz da im Wasserbad stehen, damit es warm wird. Dann wurde innen drinne so ein paar, also 160 Gramm pro Quadratmeter Gewebe aufgebracht, also in mehreren Lagen. Und dann noch verpresst, das ist jetzt so ein Stück Holz mit Zellophanfolie drüber, damit sich das nicht. So, da ist ein Riss drin. Man sieht es hier, da drinnen kann man es sehen. Da ist nämlich so eine kleine Spalte da. Man kann es auch noch ein bisschen, ja, man sieht das ganz minimal, dass da sich öffnet. Das fräsen wir jetzt auf und dann wird das zugemacht. Ja.
auch noch was los hier. Ja. Ja. Ja, noch ein bisschen voll. Aus. Wer sich so eine gebrauchte Merino kauft, der sollte darauf achten, dass diese Zierleisten da oben festsitzen. Weil hier sieht man es ganz deutlich, wenn ich jetzt hier anhebe, hat die sich gelöst. Man hört das auch ganz gut, wenn man drauf klopft. Ein ganz heller Ton dann. Da wird er hier sitze fest, außen, und hier wird er hell. Die werden wir jetzt einfach neu verkleben. Und dann löst sie sich nie wieder. So, ich habe den Riss mit einem kleinen Schraubenzieher praktisch aufgebogen und dann mit einem Pinsel Harz. Also praktisch Harz reinlaufen lassen. Ich habe das Harz vorher ein bisschen warm gemacht, dann wird das ziemlich dünnflüssig, damit das schön bis in den letzten Winkel reinläuft. Und dann eigentlich nur noch zumachen, sauber machen und noch verspannen. Wie praktisch wie bei einer Verleimung. Und dann bis einen Tag später, 12 Stunden, 14 Stunden ist es abgebunden und dann hält das bombig. So, da sieht man jetzt die Verspannung mit Holzplatten unterlegt, damit es keine Druckstellen gibt. Und auf der Oberseite, da wo das Harz noch vielleicht rauskommen könnte, da habe ich die Holzplatten auch mit Frischhaltefolie umwickelt, damit die da nicht auf der Leiste unter Umständen festkleben können. Das ist jetzt das Diskantteil geschliffen. Da setze ich viel so ein Mini-Exzente ein, weil das ganz praktisch ist. Man muss aber auch viel von Hand schleifen. Die Risse sind da schon mit Harz und einem Gemisch aus Holzspäne gefüllt. Also es sieht jetzt noch ziemlich grob aus. Da war auch so ein bisschen Kork ist da dran kleben geblieben. Hier sieht man jetzt die grob verschliffenen Stellen. Man sieht da also, der Riss ist jetzt gut ausgefüllt mit dem Harz, also da passiert nie wieder was, das bricht eher an einer anderen Stelle. Da genau das gleiche. Das war am Bassteil der große Riss, der so richtig ums Eck rumging. Das Ganze wird dann mit einem speziellen Spachtel dann noch verspachtelt und geschliffen. Weil der muss auch so, weil das Holz arbeitet ja ein bisschen. Ein Zelluloid macht das ja auch mit, weil es ja Kunststoff ist. Und dann muss der Spachtel halt auch mitmachen. Wenn man so Ecken hat, wo man schlecht rankommt, da kann man so Einwegspritzen nehmen. Vorne ein Stück Aquarienschlauch und dann ganz kleine Mengen Harz anmachen. Und dann kann man das praktisch über so, ja, einfüllen halt. Ne? Da sieht man jetzt die bereits gefüllerten Teile. Vorbereitet zum Lackieren. Und da ist jetzt das Diskantteil auf so einem Lackierständer, damit man ringsrum auch an die Unterkanten kommt. Das steht ein bisschen hoch. Hier ist das Diskantteil bereits lackiert. Die weißen Keder da, die sind auch einlackiert. Und der Klarlack, der wird dann immer noch geschliffen, um dann hinter auf Hochglanz poliert zu werden, damit jede Struktur vom Lack weg ist. So, hier sieht man das jetzt schon. Das Instrument lackiert und poliert. Also das ist jetzt ein Teil, also das Bassteil. Da habe ich gleich mehrere Aufnahmen gemacht, damit man das ganz gut sieht. Da oben war diese Ecke ja gerissen. Der Riss, der ging ja da runter ums Eck rum. Da sieht man es auch ganz schön, alles wunderbar glatt geworden. Man muss die Instrumente extrem gut abdecken innen, dass da ja kein Dreck oder Füller oder irgendwas reinkommt. Das ist äußerst wichtig. Und da sieht man jetzt auch die Spiegelung hier von dem Filzstift ganz gut im Lack, wie glatt der ist. Da, der schimmert so in mehreren Farben.
praktisch. Und da muss man schon ziemlich genau arbeiten. Das ist jetzt auch vorne das Diskantverdeck. Das sitzt jetzt gerade noch auf dem Ständer da. Auf so einem, ja, das ist so ein Betonklotz extra. Da war ja oben diese Beule drin und an der Ecke. Da kommen dann später neue Zierstäbe, beziehungsweise die alten habe ich ja sauber entfernt bekommen. Das ist jetzt das Bassverdeck, auch schon fertig. Und jetzt sieht man gleich die Rückseite von dem Diskantteil. Den defekten Haken, da habe ich das alte Stück entfernt. Der bekommt dann so einen neuen Haken. Das ist jetzt Diskantteil nochmal von der Seite. So, und jetzt sieht man gleich vorne diese Ecke an der Tastatur, wo auch dieser Riss drin war. Ist auch nichts mehr von zu sehen. Und ja, jetzt sieht man gleich das Instrument schon wieder fertig, komplettiert zusammengebaut. Da fehlen nur noch neue Ledergurte, weil die waren auch so verratzt, da kommen neue dran. Und da ist jetzt das Bassteil von hinten. Da kommt jetzt noch neues Gewebe rein. Da ist jetzt nochmal das Teil, wenn man sich überlegt, was so eine Morino in einem guten Zustand nachher für einen Mehrwert hat, hat sich die Reparatur alle Male gelohnt. Und man hat ja wieder, es ist im Prinzip wie neu das Instrument. Also diese Stellen, wo da gerissen waren, da passiert nichts mehr, weil ich habe schon, wer weiß wie viele Instrumente auf die Art und Weise repariert und noch nie eine Reklamation gehabt. Also das hält auf jeden Fall. Anhand dieser Dokumentation, da kann man sich dann mal ein Bild davon machen, wie viel Arbeit da drin steckt, so ein Instrument wieder in den neuwertigen Zustand zu versetzen. Das fängt ja an vom Zerlegen, die ganzen Teile abdecken, dann die Schadstellen ausfräsen, verleimen oder beziehungsweise mit Harz arbeiten. Spachteln, füllern, lackieren und so weiter, polieren hinter.